tagtäglich am 24.05. vor dem langen Wochenende heute nochmal mit einer vollen Hand mit interessanten Themen. Passt die Metapher? Weiß ich nicht. Ist egal. Nach dem Intro geht's los. Das ist Berlin, das ist der Tech täglich. Mein Name ist Frank und heute haben wir wieder ein volles Horn an Themen für euch. Unter anderem geht es um Smart Home. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, die Nachricht dazu ging gestern schon raus. IKEA hat ja so eine Smart Lighting Serie. Damit könnt ihr Glühbirnen quasi extern ansteuern, zum Beispiel über eine Smartphone-App. Die Serie dazu heißt Trot-Free und was neu angekündigt wurde gestern, ist die Tatsache, dass diese Glühbirnen zukünftig auch über Sprachassistenten steuerbar sein werden. Also sowohl Alexa als auch der Google Assistant als auch Apple HomeKit, sprich Siri, werden dabei unterstützt. Und das ist schon mal eine spannende Nachricht. Das wird jetzt demnächst ausgerollt, so ein Software-Update im Prinzip. Was wir aber darüber hinausgehend noch herausgefunden haben, indem wir einfach mal bei der IKEA-Pressestelle angefragt haben, ist Folgendes. Bislang ist es sehr, sehr schwierig, diese IKEA-Trot-Free-Lampen zusammen mit Philips etabliertem Hue-System zu koppeln. Die beide Systeme verwenden eigentlich denselben Standard, das ist dieser offene Zigbee-Standard, aber irgendwie wollte es nie so richtig zusammen funktionieren. Die Hersteller haben sich beide gegenseitig den schwarzen Peter zugeschoben und wir haben jetzt aber herausgefunden, dass IKEA auch daran arbeitet, dass diese Trot-Free Lampen zukünftig auch mit Philips Hue harmonieren sollen. Das heißt, ihr könnt diese Lampen auch über eine Hue Bridge ansteuern. Das finde ich eine spannende Entwicklung, zumal die IKEA-Lampen halt schon deutlich preiswerter sind als die Philips-Lampen. Und da wird zum einen sicherlich dann auch ein bisschen Preiskampf mal stattfinden und zum anderen wird es leichter für Leute wie mich zum Beispiel, die halt schon eine bestehende Hue-Infrastruktur haben, da auch externe Lampen einzubinden. Also, das ist eine spannende Nachricht und wir bleiben gleich mal in diesem Themenbereich. Also, es gibt schon seit längerem Gerüchte um Apple und dass Apple plant, einen ähnlichen Sprachassistenten wie Amazons Echo auf den Markt zu bringen. Natürlich dann mit der eigenen Spracherkennungs- und Assistenzsoftware Siri. So, das ist auch bitter nötig. Mein Kollege Sebastian, der hier vorne sitzt und mich jetzt gerade nicht hört, weil er Kopfhörer auf den Ohren hat. Oh, er hat mich doch gehört. Und er hat dazu einen langen, ich will nicht sagen ausufernden, aber sehr gut begründeten Kommentar geschrieben. Den solltet ihr euch unbedingt durchlesen. Ihr habt ja auch Zeit dafür in den kommenden Tagen. Also Apple braucht einen Siri-fähigen Lautsprecher wie Alexa und Google Home. Diesen Artikel und alle Artikel findet ihr natürlich als Links hier unter dem Video. So, und dann ist auch eine spannende Entwicklung für Werbetreibende, für uns normalsterbliche Konsumenten, vielleicht sogar ein bisschen gruselig. Google hat jetzt in einem Blogpost den neuen Service Attribution angekündigt. Das klingt erstmal ein bisschen beliebig, aber Attribution, da ist Pfeffer drin, so in diesem Konzept. Also, ihr alle wisst ja, Google ist in erster Linie kein Suchmaschinenkonzern. Google verdient sein Geld darüber, über Online-Werbung. Online-Werbung funktioniert dann umso besser, je mehr der Werbetreibende über seine Kunden weiß, weil dann kann Werbung zielgerichteter ausgesteuert werden. Ihr habt euch zum Beispiel über Autos gerade informiert im Netz, dann wird euch immer mehr Autowerbung auf verschiedenen Internetseiten ausgespielt. So ist das Prinzip. Und Google versucht natürlich, seine Nutzer immer besser zu kennen. Und Google will dieses Prinzip jetzt halt auch ausdehnen auf den Offline-Bereich. Soll heißen, wenn ihr unterwegs seid und zum Beispiel in bestimmte Shops geht, dann weiß Google das schon mal alleine über eure Location-Daten. Plus Google hat auch dadurch, dass also vor allem in Amerika und in anderen Ländern, wo es Google Payments schon gibt in dieser Form, weiß Google auch, was ihr kauft. Also Google selbst sagt, 70% aller Kreditkartentransaktionen, da haben sie schon Einblick darin. Und Google will diese Daten jetzt auch an Werbetreibende weitergeben. Das alles in anonymisierter Form. Aber ein bisschen gruselig ist das halt schon, wenn ihr zukünftig in ein Geschäft geht und was weiß ich, Windeln kauft, zum Beispiel für euer Kind, und dann habt ihr plötzlich auf eurem Rechner Werbung für Kinderspielzeug beispielsweise. Ja, das ist nur so ein Szenario. Also der gläserne Mensch ist damit ja noch ein bisschen näher gerückt, sage ich mal. Wer sicher gehen will, dass
ja, Google zum Beispiel immer wenig, also nicht so viel über einen weiß, der sollte dann doch im Zweifel zur Bezahlung mit Bargeld greifen. Das nur so als Tipp am Rande. So, und dann als Rausschmeißer, das muss zumindest erwähnt werden, haben wir zwei Nachrichten gleich aus den Ressorts Apple und Android. Und da geht es um die Smartphone-Flaggschiffe für 2018, fürs kommende Jahr von Samsung und Apple. Es gibt neue Informationen, dass die Hersteller zumindest schon an ihren neuen Flaggschiffen arbeiten. Das Samsung Galaxy S9 ist ab sofort in der Entwicklung, hört man da aus Südkorea. Und viel weiß man noch nicht darüber. Ich gehe mal davon aus, dass Samsung mit Vehemenz daran arbeitet, dass die Fingerabdrucksensorsituation verbessert wird und dass es in der kommenden Version nach Möglichkeit einen Fingerabdrucksensor im Display gibt, damit man nicht mehr hinten drauf packen muss. Und das iPhone 9 soll, das ist so die Info, die es bis jetzt gibt, soll OLED-Displays enthalten mit Diagonalen von 5,28 und 6,46 Zoll-Diagonale. Was ihr mit der Info anstellt, das überlasse ich euch. Ihr könnt euch aber natürlich sehr gerne die korrespondierenden Artikel auf giga.de durchlesen. Ja, und das war es von mir auch für diese Woche tatsächlich. Wir sehen uns dann erst am Montag wieder, entweder mit Amir oder mir. Und ja, ich mache jetzt schon mal den Bollerwagen klar. Nein, natürlich nicht. Wünsche euch auf jeden Fall ein wundervolles, langes Wochenende mit schönem Wetter und viel Freude, wobei auch immer. Also bis dann. Ciao. Liken und subscriben nicht vergessen.